So, hier liegt auf jeden Fall noch ein Item. Dich haben wir, glaube ich, auch noch nicht bekämpft. Genau. Ah, dieses Theme. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt. Warst du das? Jo, ich war das. Verdammt, ist das... Oh, ne, das ist ein Kerl. Das ist ein Kerl, alles gut. Ich würde gerade sagen, verdammt, war das eine Frau? Habe ich es wieder verkackt mit der Stimme? Hm, aber anscheinend nicht. Stachelspore! So, die Frage ist, bleiben wir jetzt hier einfach drin oder wechseln wir raus? Ich meine, Lux wäre natürlich die beste Antwort wegen der Undichtattacke, aber... Naja, 2 KP oder 3 KP paralysiert, das ist halt nicht so gut. Von daher gehen wir einfach mal auf Gigasauger und schauen, was passiert. Oh, das ist ein Saver-Tool, da hätte ich vielleicht gar nicht auf die Paralyse gehen brauchen. Aber jetzt haben wir es gemacht, alles easy. Zwielicht ist besiegt. Was kommt als nächstes? Wundert mich ehrlich gesagt, dass ein Psycho-Pokémon auch Geist-Pokémon hat. Ein Psycho-Trainer auch Geist-Pokémon hat. Ja gut, da sollten wir dann vielleicht rauswechseln. Und Campanis hatte, glaube ich, nichts, ne? Ja, wir würden das Matchup zwar auf Dauer wahrscheinlich gewinnen, aber das wird mir einfach zu lange dauern, um ehrlich zu sein. Von daher wechseln wir jetzt erstmal in Katatsumi. Aussetzer, okay, das ist vollkommen okay. Soll ich auf die Kraftreserve Stahl gehen? Psystrahl, wie viel macht das? Das ist ein Kadabra. Ja, das macht schon ordentlich Damage. Allerdings habe ich nicht mehr im Kopf, wie viel KP wir vorhatten. Von daher weiß ich nicht, ob wir noch einen tanken. Aussetzer. Ich hätte es mir ehrlich gesagt denken können. Hm. Dann heilen wir jetzt. Humomilch, los. Und schauen jetzt nochmal, wie viel der Psystrahl uns macht. Wir gehen von 84 auf... Das macht wenig eigentlich. Das heißt, wir gehen jetzt einfach auf die Schlammbombe. Die ja eigentlich ausreichen sollte. Ja, wobei, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ja. Aber wir sollten auch noch eine tanken und dann können wir mit der Kraftreserve... Oh, Konfusion, ist das stärker oder schwächer? Ungefähr gleich stark, okay. Kraftreserve Stahl! Boom! Yay. Gut, hätten wir das auch schon mal erledigt. Er hat zumindest 403 Erfahrungspunkte und Eckbert oder wie auch immer es besiegt. Dich zu besiegen war kein Spaziergang. Du hast mich ja auch nicht mal besiegt, Troll. So, haben wir dich schon besiegt? Ja. Haben wir den Typen hier oben schon besiegt? Ich glaube schon, ne? Ja, den haben wir ebenfalls schon besiegt. Okay. Das heißt, ab hier können wir wieder nach unten wandern. Und das sieht mir doch sehr nach einem versteckten Item aus. Überprüfen wir das Ganze mal. Ich hatte recht. Aber erstmal müssen wir uns dafür durch ein paar wilde Pokémon kämpfen. Und es ist ein Georock. Es bringt nicht genug Erfahrungspunkte, als dass es sich lohnen würde, das zu besiegen, glaube ich. Von daher machen wir einfach so. Und natürlich kommt noch ein Pokémon, bevor wir da sind. Cool, Rihorn. Das ist auf jeden Fall cool. Aber auch hier wieder erste Generation, nicht vierte Generation. Von daher, get the fuck out of here. Ein Carbon. Super. Hier unten ist ebenfalls noch ein Item. Vielleicht sollte ich mal einen Schutz reinhauen. Das wird doch gerade etwas nervig. So etwas nervig. Gut, flüchten wir auch hier nochmal. Gehen dann in den Beutel. Oh Gott, wo haben wir denn die Schutz rumfliegen? Steine. Superschutz. Perfekt. So, okay, hier geht's noch gar nicht zu dem Item, merke ich gerade. Müssen weiter runter und dann hier nochmal hoch. Und hier liegt dann das, die Großwurzel, die sogar ziemlich gut ist, weil die verstärkt, glaube ich, unseren Gigasauger. Verstärkt KP-stehlenden Tank, das heißt, das können wir Chili da geben. Trifft Sanftglocke, die brauchen wir ja nicht mehr. Die brauchen wir ja nicht mehr, denn wir haben ja bereits unsere Roselia. So, was ist hier unten denn noch? Ein weiteres Item und irgendwie ein Knick in der Wiese. Seht ihr das? Irgendwie ist hier unten so ein leichter Knick in der Wiese. Sieht ja super weird aus. Oh. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Der Boden bewegt sich. Ah, Erdbeben.
Irgendwie muss ich mal fürs nächste Projekt einen neuen Emulator raussuchen. Der hier hat anscheinend irgendwie was weg. Ich reise durch die ganze Welt auf der Suche nach mysteriösen Rätseln. Okay, hier ein mysteriöses Rätsel für dich. Wieso sprichst du mich an und willst unbedingt so richtig zerstört werden, Junge? Erkläre mir das doch mal bitte. Gut, ich würde sagen, da wechseln wir direkt aus auf Goku, denn der ist ja mit beiden Typen ein guter Counter gegen Schildterus. Und dann wird ja komplett auseinandergenommen. Eisenabwehr? Pathetic. Glaubst du wirklich, dass eine +2-Verteidigung dich hier noch helfen wird? Schau dir das an. Flammenrad. Bam. Ja gut, also hab ich gesagt, ich will die Persimbeere jetzt eigentlich nicht benutzen, ne? Also ich habe jetzt doch mit mehr Schaden gerechnet. Ah, natürlich verletzen wir uns vor Versuchen selber. Macht auch guten Damage. Metallsound, das macht glaube ich unsere Spezialverteidigung runter, also kann uns eigentlich vollkommen egal sein. Zertrümmerer, los! Sehr schön. +2 Angriff gegen +2 Verteidigung, ja, tschüss. Ha. Ist es also doch Stahlstein? Ich dachte, es wäre nur Stahl, muss ich zugeben. Ich glaube, das ist falsch. Adalbert. Oh, nur noch eins. Okay. Keine Ahnung, was mit dem Typen abgeht, aber ich hau ab. So, jetzt sind wir hier oben. Da ist noch ein Item. Hier ist eine Doppelwiese. Achso, da kann ich ja nicht mit dem Fahrrad rein. Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Okay. Welch interessante Aussage. Welch wichtige Sache auch. Ein Porygon. Ich würde sagen, da wechseln wir im Endeffekt direkt wieder raus in Goku und gehen auf die Kampfattacke, weil das ist halt das Sinnvollste. Ich nehme mal an, dass dieses Porygon keinen Evoliten trägt, von daher sollte das kein Problem sein. Eieieiei, jetzt kommt er hier aber mit den Strats. Agilität. Ich glaube nicht, dass wir das 100 kauen, von daher ist der Tempo meines Erachtens eine Fehlentscheidung, deswegen gehen wir auf den Zertrümmerer. Wir sind trotz Agilität noch schneller. What? Echt jetzt? Magnetflug. Oh nein, wir können keine Erdbebenattacke mehr einsetzen. Welches? Wohl, wir können sie einsetzen, aber sie bringt nichts mehr. Welch Skandal. Ja gut, das war sehr interessant. Agilität, dann trotzdem langsamer und dann noch Magnetflug gegen Feuer-Pokémon. Kampf-Pokémon, das ist natürlich super intelligent. Absolutely genial. So, ich würde sagen, wir gehen einfach hier oben lang, weil den Kampf wollen wir ja eh mitnehmen. Oh, ein Trainer. Ich fordere dich heraus, mit den von mir gefundenen Pokémon zu kämpfen. Also soll ich jetzt als Mensch gegen diese Pokémon kämpfen? Ja, da bin ich jetzt aber kein Fan von, mein Freund. Und irgendwie ist heute richtig hart. Wobei, soll ich wirklich jetzt auf Goku rauswechseln? Weil eine Psycho-Attacke ist halt trotzdem gefährlich, auch wenn wir ein Feuer-Pokémon sind und ihn ziemlich hart einheizen würden. Sondersensor, ja, das ist nämlich das Problem. Wie viel macht uns das denn? Nicht so viel. Das heißt, wenn ich jetzt einfach einmal auf Wachstum gehe und dann vielleicht nochmal auf Wachstum, dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, mit 7 AP dieses Bronzel zu besiegen. So in der Theorie. Begrenzer, ja gut, das war sehr intelligent. Gigasauger, wie viel macht das jetzt? Weil ich glaube, Stahl resistet Pflanze. Ja, guck mal. Perfekt, so brauchen wir nur 2 Angriffe, um es zu besiegen. Die Paralyse greift schon zum zweiten Mal. Absolut perfekt, genauso wie wir das wollen. Ha, schön. Ah, ich habe kurz Angst gehabt, dass er noch überlebt. So ganz knapp mit einem KP wegen der Low Roll, aber easy peasy. So, und jetzt sind wir auf +2. Das heißt, ja, dieses Knockodon wird wirklich komplett auseinandergerissen. Also so wirklich komplett. Das wird wahrscheinlich auf +0 nicht mal Gigasauger überleben, weil wir haben ja die Großwurzel und so. Aber mit +2 halt erst recht nicht. Wobei Knockodon und die Weiterentwicklung
definitiv starke Angriffswerte haben. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Otto! Eine wirkliche Herausforderung mit Pokémon zu gewinnen, die einem nicht bekannt sind. Ja, dann lernen sie halt kennen, du Troll. So, der Magmaisierer. Nette Sache. Wir haben allerdings kein Magma. Dementsprechend vollkommen uninteressant für uns. Ich würde lieber den Stein für die Entwicklung von Roselia finden. Oh, hier ist eine Höhle. Ach so, hier sind wir am Anfang. Okay, waren wir in dieser Höhle drin? Nein, Maniac-Höhle. Jeder nennt mich nur den Ruinen-Maniac, aber mir ist es egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du auch warum? Ich bin ein Ruinen-Maniac, der fasziniert von Incognito ist. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wie wäre es, wenn wir uns ein Wettrennen liefern würden? Du gehst los und fängst Incognito und ich, fahre weiter. Mal sehen, wer als erster fertig ist. Und ich glaube, ja, Schaufler ist nicht schlecht. Wenn man alle Incognitos gefangen hat, dann muss man hierhin zurückkommen und, dann ist da irgendwie eine Höhle und damit kommt man zu diesem Item oder so. Oder zu generell Item. Vielleicht machen wir das noch. Mal gucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für ein Item da ist. Danke, dass nach zwei Schritten wieder ein scheiß Pokémon kommt. Wuhu! Moment! Also eigentlich haben wir ja schon Boden-Pokémon, ne? Eigentlich haben wir ja schon Bogenwurm, aber das ist ein Hippopotas. Hippopotas ist halt einfach GG. Deswegen. Ah. Ich weiß, ich wollte eigentlich ein Fliegen-Pokémon, ne? Aber ich weiß auch, dass es noch einen Moment dauert, bis wir das Pokémon, was ich eigentlich haben wollte, hochfangen können. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, wir fangen uns das in dem Sinnsteam. Einfach, weil es ein Hippopotas ist. Und Hippopotas einfach super geil aussieht. Ist definitiv eins meiner Lieblings-Pokémon. Hippoterus ist auch echt gut. Dementsprechend... Ja, der Gähner wäre auch echt praktisch. Hm, okay. Also ich glaube, wir können noch einmal auf Zerschneider gehen. Andererseits glaube ich nicht, dass wir das brauchen. Es ist ein normales Pokémon. Wir haben es paralysiert, Half-Life. Ich glaube, wir haben auch Hyperbälle. Ja, komm, das reicht. Nice, perfekt. Ach man, das ist einfach so, so cool. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ey. Es schließt seine Nasenlöcher und reißt dann durch den Sand. Bildet Kolonien in Größe von circa 10. Oh, cool. Es schließt seine Nasenlöcher an. Flup. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, es passt perfekt. Dann nennen wir es jetzt... Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Happy... Oh Gott. Vielleicht sollte ich einfach mal mit Touchpad arbeiten. Das würde wahrscheinlich wesentlich schneller gehen beim Eingeben. Und es wäre wahrscheinlich nicht sicherlich. Happy Hippo! Willkommen im Team! Ah, oh, wie cool! Dann haben wir jetzt tatsächlich ein volles Team. So, Happy Hippo, wie geht es dir? Ach, guck mal, wie es geht. Frohes Wesen ist, glaube ich, gar nicht scheiße, oder? Ja, da muss ich leider wieder... Mr. Google befragen, denn ich habe mir immer noch nicht gemerkt, welches Wesen was ist genau. Ich kenne ja, wie gesagt, ein paar Competitive-Wesen. Frohes Wesen ist minus Spezialangriff plus Initiative. Ja. Gibt Schlimmeres. Ist jetzt weder schlecht noch gut eigentlich. Sandsturm als Fähigkeit ist auch ganz cool. Das heißt, wir haben jetzt zwei Wetter quasi dabei. Sandwirbel bis Gainer Bodycheck. Okay. Finde ich cool. Ich würde sagen, wir werden mal ganz kurz unsere Pokémon heilen. Und dann gehen wir wieder weiter nach unten. Wobei, ich würde eigentlich schon gern gucken, was in dieser Wiese hier noch ist. Dann wollen wir einfach mal gucken, in dieser Doppelgraswiese sind ja vielleicht andere Pokémon. Okay. Kleinstein ist definitiv schon mal nichts Neues. Aber das ist doch eine Doppelgraswiese, Doppelkampfwiese, oder nicht?
Georgiorgi, ich glaube, hier gibt es einfach nur die gleichen Pokémon. Was ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt. Das ist auch eine der Sachen, die ich an Pokémon immer sehr, sehr doof fand, dass so andere Wiesen oder andere Gebiete dann häufig einfach die gleichen Pokémon hatten, obwohl das meines Erachtens nicht unbedingt Sinn ergibt. Ja, hier gibt es wirklich exakt die gleichen Pokémon und nicht mal Doppelkämpfe. Das ist ja super doof. Okay, versuchen wir es noch einmal. Komm, bitte, 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 bitte. Okay, jetzt und? Ne. Echt schade. Naja, okay, dann gehen wir halt weiter. Und ich würde auch sagen, dass wir unser kleines Happy Hippo mal nach vorne tun. Denn das braucht ja jetzt in nächster Zeit... Hör mal, Campana ist mit nach vorne, falls ein Doppelkampf kommt, weil Campana ist, kriegt keinen Schaden durch den Sandsturm. Dann sind die beiden ja eigentlich ein ziemlich gutes Team. So, dann gehen wir wieder auf unser Fahrrad. Und dann sind wir hier im Endeffekt auch fertig. Oh, oh, jetzt kommt ein wildes Pokémon und es ist ein Rihorn. Lit. Haben wir heute noch gar nicht gesehen. Oh, ich glaube, ich kann gar nicht fliehen. Wobei, ich habe ein frohes Wesen. Kann ich fliehen? Da habe ich nicht so wirklich drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Haben wir vielleicht einen EP-Teiler, dass wir Happy Hippo erstmal ein bisschen nach hoch trainieren? Nach hoch trainieren. Wer kennt's nicht? EP-Teiler, den würde ich gerne Happy Hippo geben. Dann machen wir Switch Train plus EP-Teiler, dann sollte es eine Menge Erfahrungspunkte kriegen. So, wir werden jetzt erstmal wieder in dieses kleine... Ah, das ist ein Staravier. Das könnten wir uns im Endeffekt ja dann auch schon mal fangen, damit wir ein Fliegen-Pokémon auf der Box haben, ne? Einfach just in case, ne? Weil ich habe, wie gesagt, keine Lust, überall hinzulaufen. Definitiv nicht. Und der Gena ist hier natürlich extrem praktisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht sollte ich einfach einen Pokéball werfen. Ah, der Gena trifft sogar. Das ist eigentlich ziemlich gut. Sollen wir dann mal versuchen anzugreifen? Ich sag's mal so. Wir kriegen halt durchgehend Chip-Damage durch den... Oh, Bodycheck trifft sogar. Sind wir im Speed-Teil? Ach, Bodycheck ist ja Dingens und nicht Body Slam. Ich verwechsel die beiden gerne mal. Moment mal, rück. Wirbelwind? You fucking serious? Ja, ja, MBD fast. Hä, echt jetzt? Das hat uns gewirbelwindet? Das ist doch nicht dein Ernst. Deswegen war es auch langsamer. Ich habe mich schon gewundert, ja, Fluchgescheit. Oh, nein. Natürlich ist es ein Crit. Ach, verpiss dich doch. Verpiss dich aus meinem Land. Ach Mann, das ist doch scheiße. Okay, gut, dass wir kurz vor dem Hotel sind. Meine Güte, wie viel Pech muss man denn haben? Aber ich hätte mir ehrlich gesagt denken können, dass ich nicht fliehen kann und dass eine Wasserattacke kommen kann. Also, ja. Was soll ich dazu sagen? Schönen guten Tag. Ich glaube, die eine hat sich ausgeschlossen, richtig? So, hi. Ich würde hier gerne kurz pennen. Ja, wir möchten uns ausruhen. Dankeschön. Ja, topfit. Halt's Maul. So, was haben wir denn hier oben? Wir erkunden jetzt mal hier. Erstmal schauen wir, ist da unten ein Item? Nein. Ich bin eine ganz einfache Seele. Meine Gitarre spricht für mich. Alles, was ich brauche, sind meine Musik und meine Pokémon. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich beides bei mir habe. Es soll noch andere Leute wie mich geben, die von Pokémon Center zu Poké Center ziehen. Sieh mir in die Augen. Ich werde deine Zukunft darin lesen. Eine magische Begegnung steht an. Aber ich kann nicht erkennen, ob sich das auf einen Pokémon oder einen Trainer bezieht. Ja, wir sind reisende Straßenkünstler und wenn wir uns jetzt kennengelernt haben, schenken wir dir das hier. What the fuck, danke. Bizarro-Raum ist ein verrückter Attacke, die die Zeit verzehrt. Setze sie ein, ist für eine Weile das langsamste Pokémon, das schnellste. Bevor das schnellste angreifen kann, greift das langsamste Pokémon an. Wie du die Attacke einsetzt, bleibt natürlich die Träne überlassen. Kann irgendwer von uns Bizarro-Raum lernen? Ich glaube, Bronzel kann Bizarro-Raum lernen. Das wäre vielleicht sogar echt eine Idee, dass wir das eventuell mal machen. Kann man auf jeden Fall drüber nachdenken, wobei Bizarro-Raum jetzt eigentlich doch nicht unbedingt das Beste in einem Playthrough ist.
Oh, wirklich? Du bist ein Reisender? Ja, es ist immer gut, wenn man fremde Orte kennenlernt. Hast du schon mal über die Strudelinseln in der Region Johto gehört? Ein silberfarbenes Pokémon. Einmal im Leben möchte ich das sehen. Wer kann es dir verübeln, Alter? Lugia ist einfach nur richtig geil. Richtig geil, ja. Eins meiner lieblingslegendären Pokémon. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich in meiner Kindheit sehr viel Platin, sag ich jetzt schon, sehr viel Dingens gespielt habe. Silber. Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer. Das Meerwasser schmeckt so salzig wie meine Tränen, die ich am Ende deines langen Urlaubs vergieße. What the fuck? Okay. AP Plus. Nice. So, da ist ein Pool. Können wir drin surfen? Ich habe auch gar keinen Surfer, ne? So, was gibt's denn hier?